Ja, Hallöchen, Hallöchen zusammen. Ja, ihr habt ja gestern mitgekriegt, dass ich so ein bisschen verzweifelt bin, wie ich meine Basis bauen soll. Ich habe da keine Idee gehabt. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich versuche es mal wieder, wie damals, ja, im Multiplayer mit einer Pyramide. Diesmal aber besuchbar für euch. Ich werde das einfach mal versuchen. Das heißt, wir werden hier einfach mal noch mehr abreißen. Und dann werden wir hier mal eine Pyramide hinfeuern. Ich bin mal echt gespannt, ob das alles so klappen wird. Ich brauche nur erstmal eine quadratische Grundfläche. Ich bin mir aber auf jeden Fall noch nicht so ganz schlüssig, wie groß die werden wird. Ich lasse diesen Anfangsraum hier wahrscheinlich erstmal so stehen. Mal, komme ich da noch hin mit meiner Baukamera? Die ist ja nur begrenzt. Oh, ja, hier ist das Ende. Weiter komme ich nicht. Das kommt alles weg. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt hier. Oh, da ist noch ein Stromkabel. Blum, das kann schon mal weg. Ja, das kann auch erstmal alles weg. Das kann erstmal alles weg hier. Ich lese ja im Discord, also auf dem Discord-Server immer möglichst viel mit. Manchmal schaffe ich es nicht alles zu lesen, da ist ganz schön viel los in letzter Zeit, was ich super finde. Ja? Also haut rein, Leute, haut rein. Kommt alle auf den Discord-Server und schnackt über Gott und die Welt und natürlich No Man's Sky. Und da sind einige, die hier echt riesen Basen bauen. Wir hatten ja hier schon da drüben, genau, da ist ja schon die eine vom Onliner. Jetzt gucken wir mal. Oh, jetzt hat es aber gerade mal gehakt. Ich sehe die. Doch, da ist er. Iron Lord. Der hat gemeint, seine Basis ist jetzt schon viel größer geworden. Können wir vielleicht demnächst auch mal wieder vorbeigucken. Wir machen hier aber erstmal weiter. Ihr seht mich hier, damit ich sicher bin vor diesem bösen Wicht. Da, wo ist er? Da. Der ist nämlich nicht sehr nett. Und ja, wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Wir machen einen Raum immer zwei hoch. So, dann brauchen wir erstmal Grundfläche. Wir haben da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 2, 4, 6, 7. Mal 2, 4, 5. Immer in die Richtung. 6, 7. Also so groß muss die auf jeden Fall schon mal werden, um quadratisch zu sein. Man kann nämlich hier das auch alles weg. So, das wäre jetzt eine quadratische Grundfläche. Bin mir noch nicht genau. Nee, das finde ich ein bisschen mau, weil das ja nach oben hin sollen ja mehrere Etagen werden. Ich mache mal 10 mal 10. Das sind 100 Bodenplatten. 8, 9, 10. Dann machen wir erstmal die Bodenplatte. So, ich weiß nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Jetzt können wir es mal austesten. Wenn ich in der Baukamera bin, ist mein Gefahrenschutz wohl deaktiviert. Also mir passiert nichts, wenn ein Sturm kommt. Ich bin gespannt. 10. So. Dann gucken wir mal. Ich bin gespannt. Bauen kann ich 1300. Ha, alles klar. Also daran soll es jetzt erstmal nicht scheitern. Sollte viel bauen, bauen, bauen. Die Sicht, die wird jetzt etwas trüb. So, da haben wir doch schon mal die Grundplatte. Ja, so hoch kann ich jetzt ja nicht, dass man die komplett sieht. Das ist doch schon mal ja nicht verkehrt. So, jetzt werden wir. Genau, wir werden hier Wände ziehen.
Also eigentlich nur. Wir machen das außen erstmal zweifach. Aber die Frage ist ja, kann ich das dann auch noch machen, wenn es denn. Hahaha. Gucken mal, weil die Grundfläche. Wir müssen ja mal bedenken, dass das immer Schrägen sind. So wie in einer Dachgeschosswohnung. Oh, das wird dann die Schräge werden. Wir testen das jetzt erstmal aus. Die Schräge habe ich ja auch schon. Ja, so kann sie, aber da will sie nicht ran. Das ist natürlich jetzt blöd. Wahrscheinlich, weil da das Terrain im Weg ist. Ich gucke mal. Wir machen mal so. Machen wir mal ein bisschen Ordnung hier. Dann. Du sollst eigentlich genau daran. Ach, dann kommt ja das Terrain wieder. Nein! Ah, das muss ich händisch abtragen. Ah, das ist ja auch wieder nervig. Sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Okay, ich glaube, das Spiel kommt gerade nicht so ganz zurecht mit mir hier. Aber ich kann ja so machen. So, und dann kann ich es ja... Ungültige Position. Ah, der kann das nicht mit einem... Mit der Bodenplatte kommt er hier nicht klar. Aber die sehe ich jetzt auch nicht mehr. Die ist weg. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, na wir sitzen erstmal. Ich muss jetzt warten, bis der Sturm vorbei ist, sonst hänge ich ja... Na geht doch. So, weil wenn dann nämlich das nächste... So... Genau, dann wäre nämlich der nächste Raum schon wieder viel, viel kleiner. Wir gucken mal. Also hier wurde auch schon auf Discord viel geschrieben, dass es hier so Probleme gibt. Der eine sieht die Basis vom anderen nicht. Und ja, hier in dem System ist zurzeit echt eine Menge los. Wahrscheinlich dadurch... Wie jetzt, der trifft mich hier? Gehe ich mich jetzt hier oben hin? Arsch. Da ist gerade ein Wächter. Das ist natürlich auch ärgerlich. Jetzt kann ich nicht... Also die Biester, die nerven. Die nerven tatsächlich. Die nerven tatsächlich. So. Terrain-Manipulator. So, dann machen wir mal auf Glätten-Modus. Ach Quatsch. Terrain-Manipulator. Glätten. Ein bisschen tiefer. So, und dann tragen wir mal hier ein bisschen was ab. Und dann sollte das hoffentlich alles... Wieso kommt das zurück? Das darf nicht zurückkommen. Hä? Ich glaube, das Spiel kommt wirklich zurzeit in diesem System nicht hinterher. Das wäre verrückt. Ja, babbel nicht. Ich war's nicht. Guck hier. Siehst du? Ich war's nicht. Das Spiel kommt nicht hinterher, das alles zu berechnen. Jetzt ist es wieder da. Okay, das passiert normalerweise nicht. Das ist ja verrückt. Ist das jetzt durch den Multiplayer? Naja. Okay, wir werden sehen. Dann stelle ich noch ein bisschen... Sag mal. So, stelle ich noch ein bisschen höher. Plum, plum, plum. Plum. So. Ist natürlich nicht so schön, wenn das hier so ist, wie es ist. Ja, aber gut. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. So, das. Ich kann die ja nachher. Nee, kann ich nicht. Ich muss die mal abreißen und dann Fenster. Okay. Naja, mach ich. Jetzt
Jetzt suche ich noch ein ganz bestimmtes Bauteil, wo ich mir nicht sicher war, ob es das gibt. Das gibt es natürlich nicht. Das ist, glaube ich, das ist nicht hoch genug. Das nur etwas höher. Also, dass es abschließt. So, wir gucken mal. Das wird ja. Das Problem ist. Warte mal, wir machen mal. Nee, damit das hier so synchron ist, brauchen wir hier lang. 11 mal 11. Also machen wir noch größer. In den nächsten Folgen werden wir viel bauen. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir 11 mal 11 Grundfläche. Dann können wir nämlich auf Feld 6, 2, 4, 5, 6 hier unten. Können wir nämlich das Ding mal wegnehmen. Ja, hier ist jetzt das... Ah, das ist ja auch echt blöd. Und dann machen wir... Nee, das passt. Warte mal, nicht da runter. Nee, das ist doch eigentlich völlig egal. Genau. Das müsste doch dann, wenn ich jetzt hier eine Tür hinsetze, ja? Und dann... Manchmal habe ich da echt Denkfehler. So. So. Ungültige Position. Na, das ist natürlich auch Quatsch. Ja, das ist... Deswegen den Platten hier drunter, die kann ich jetzt nicht wegnehmen. Denke ich. Ich gucke mal, irgendwo hatte ich da eine weggenommen. Da hinten, da ist keine. Ich gucke mal, ob das dann geht. Ich baue jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter, hier wo gar nichts ist. Ja, okay. Gut, liegt nur daran, da muss ich die nachher mal irgendwie loswerden. Und dann würde ich das nämlich so machen. Und dann die Seite hier... Zack. So. Genau, so würde ich das dann machen wollen. Dann ist hier der Eingang und hier ist alles schön. Es ist von außen eine Pyramide und innen sind gerade Räume. Ja. So wird ein Schuh draus. Problem ist natürlich, man kann keine Decke machen, keine Bodenplatte hier reinsetzen, weil dieser Winkel wird vom Spiel nicht unterstützt. Also kann ich hier auch kein... Ja, stimmt. Ich kann gar keinen zweiten Raum machen. Oben. Den müsste ich dann innen irgendwie nach oben setzen. Aha. Na gut. Okay. Dann machen wir das halt so. Also nicht. Dann bleibt es halt ein Raum. So, das kann erstmal weg. Gucken, wie ich das dann... Nein. Ach, wo habe ich das jetzt wieder hingesetzt? Wieder hier unten, ne? Hm. Ich kenne mich doch schon. Ich kenne doch schon meine kleinen Fehler. Hallo. Uhu. Ey, das ist aber... Manchmal ein bisschen fummelig hier. Ja. Gut. Na, das wird aber... Ich weiß gar nicht, wie groß die Pyramide damals war, die wir da zu spät über dieses Portal gebaut haben. Also ein Portal ist ja riesig. Ja, wenn man davor steht. Und das war ja komplett drin. Aber das konnte man natürlich nicht hochladen. Deswegen konnte das niemand besuchen. Ich wollte dann auf der zweiten Etage, ich wollte eigentlich so eine Reling innen machen, wo man denn zu den einzelnen Räumen kommt, die dann außen, also Biokuppeln zum Beispiel, das war so der Plan. Aber ich werde erstmal die Pyramide setzen und dann wird sich das ja zeigen, ob das hier klappt. Mein Verrittstaub wird sowieso nie und nimmer reichen.
Hat der Bus 10.000? Dann gehe ich mal kurz shoppen zwischendurch. Nein, nicht schon wieder. Nichts unnötig bauen. Wegen Base-Komplexität. Oh, hier ist jemand unterwegs. Ich hab's gehört. Aber ich sehe es nicht. Okay, irgendjemand ist hier gerade zu Besuch gekommen. Ist die Frage, sieht er dann das, was ich hier baue? Eigentlich nicht, weil es ja nicht hochgeladen ist, oder? So. Das. Na, kommen wir ganz gut vorwärts hier. Ja. Ja. Ah, das mit dem Terrain ist ja auch. Das ist ja auch Mist. So, Grundfläche für den ersten Raum ist fertig. Das ist ja, da könnte ich natürlich mehrere Räume draus machen. Ja, das Ding ist ja riesig. Cool. Cool, cool. Cool, 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 cool. Moment. So. Plum. Plum. Das geht ja da nicht. Aber hier geht es. Das ist eine Fummelei hier. Das ist echt fummelig, fummelig. So, Plum. Nein. So. So. Dann. So. So. Sehr schön. Das sieht doch schon supi aus. Nein, 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 nein. Sind wir okay? Mist machen hier, ja? So, dann kommt ja hier der nächste dran. Und das und das. Und dann. Sagen. Das gefällt mir doch schon. Bis es mir nicht mehr gefällt und ich es dann alles wieder abreißen muss. Wieso dreht sich das denn jetzt hier? Halt, da wollen wir hin. Gut, ich habe jetzt eine blöde Perspektive. Da sieht man das auch nicht so gut. Ich glaube, hier komme ich nicht so. Nee, da muss ich mich wieder woanders hinstellen. Da muss ich mich ein bisschen anders positionieren. Aber dafür reicht es ja erstmal aus. Cool. Das sieht ja mal cool aus. Auf jeden Fall. Das gefällt doch. Halt, so, so, so. Nee, so. Quatsch. Ah, ich komme hier nicht klar. So, und T. Was? So. So. So, das Ding kann jetzt weg. So, das muss ja... Nein, ich habe es gerade gesehen. Da. Dann kann ich jetzt... ja, so wird was draus. Ich hoffe, der Basiscomputer ist jetzt nicht im Weg. Ist er nicht. Sehr gut. Und der steht auch nicht ganz... Aber hier schön, am Hämmerchen sieht man, ich habe an der Basis was geändert. Ich müsste sie wieder hochladen, was ich natürlich tun werde.
Die Verarbeitung kann immer eine Weile dauern. Deswegen kann es mal vorkommen, dass die Basis überhaupt nicht sichtbar ist. Musste ich hier schon feststellen. Das ist Quatsch. Das ist wahrscheinlich auch Quatsch. Wir müssen bam, bam, bam. Nicht so schon? Da denkst du, das Ding ist riesig und dabei ist es dann doch sehr klein. Ja, wir hatten definitiv eine größere, eine viel größere Pyramide. Die sieht irgendwie jetzt sehr winzig aus. Na gut, bevor ich nachher irgendwelche wichtigen Sachen nicht bauen kann. Hallo? Jetzt hat sich da irgendwas reingebaut, was ich nicht wegkriege. Ah. Raumschiff. Du mich auch. Du mich auch. Überlegen, überlegen, überlegen. Es müsste ja möglich sein. Warte mal, bei. Achso, hier habe ich ja keine. 2, 4, 5, da. Gucken, ob das hier geht. Achso, da fehlt ja dann auch wieder. Wahrscheinlich nicht funktionieren. Nicht so, einen Raum mache. Und das Ding dann. Ne, da müsste ich ja. Moment. Richtig zumachen. Na, oder suchen wir erstmal die Bodenplatte. Okay, das funktioniert erstmal. Das ist schon mal gut. So. Zack. Und dann kommt da vielleicht ein normales Dach drauf oder eine Bodenplatte. Wie sieht denn das Dach aus? Wo ist es da? Ja, das sieht durch besser aus. So, das ist jetzt genau auf der Hälfte. Könnte ich jetzt theoretisch, nur mal theoretisch rumgesponnen, so einen Raum, no. Zack, und dann so. Das geht. Das geht. Und wenn ich jetzt. Hey, das ist ja schon das Äußerste, aber so weit oben sind. Das müssen wir dann unten machen. Das müssen wir dann unten machen. Oder vielleicht baue ich irgendwas, irgendein anderes Gebäude an. Ich will jetzt diese Pyramide haben. So. Das war jetzt nur mal testweise. Das würde schon mal so funktionieren. Ist schon mal gut, dann mache ich mir dann noch Gedanken. Wir bauen einfach mal weiter. Weil abreißen können wir immer noch. Ja, Eieiei, das ist aber auch. Eine Formelei. Ja, du dann dahin, genau. Und dann sind wir doch schon. Ah. Das war's dann schon. Quatsch. Nicht so. So.
Ja, ich hab's was, ihr habt da. Ja. Fummelig. Gibt's eigentlich auch eine Spitze? Nee, würde es nur geben, wenn wir noch eins mehr hätten. Das ist ja jetzt ungerade. Hätten wir 10 mal 10, dann würden diese Schrägen hier alle ineinander laufen. Dann hätten wir eine Spitze. Haben wir nicht. Also müsste Grundfläche 12 mal 12 sein, dann wäre es wieder okay. Aber wir können ja... Zack. Und dann kommt da vielleicht eine Fahne oben drauf. Oh. Oh. So wird aber draus. Ich muss gerade sagen, das geht ganz gut vorwärts hier. Aber wenn man denn in der richtigen Position ist... Aber wir müssen erstmal immer höher. Stellen wir uns gleich mal aufs Dach drauf hier. Ha. So. Und dann geht das nämlich weiter. Da haben wir doch die Hälfte der Außenfassade fast fertig. So, jetzt kommt hier der Schrapel dran. Plum. Eckteile. Plum. Nein. Ich konzentrieren, was man da tut. Na, wieso muss ich das denn jetzt wieder drehen? Bleib doch einfach mal da. So, blip. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir die Pyramide gleich fertig. Dann müsste ja theoretisch auch drinnen alles sicher sein. Dass hier dann alles abgeschlossen ist. Nein. Ich sehe dich. Ja. Böse. Ja. Triggerwarnung. Bevorstehende
Das ist doch sehr gut. Sind wir nämlich gleich in der Hütte drin. Genau, das funktioniert ja nicht, weil das Raumschiff im Weg ist. Ach nee, das ist ja die Tür. Ich bin auf der falschen Seite. Ah! 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 Da steht auch wieder was im Weg hier. Und die Probleme müssen wir natürlich noch lösen. Hier müssen wir... Und hier hinten... Na, hier ist jetzt alles schick, ne? Ja, hier ist alles schick. Okay, die Pyramide steht erstmal. Aha. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ach nee, hier, ich sehe warum, ich sehe warum, ich sehe warum. So, jetzt müsste eigentlich hier alles schick sein. Warum? Weil hier ist klar. Will mich verarschen? Also das hier durfte nicht gehen, ja? Weil da hinten ist ein Loch und da hinten links rum, da ist es ja höher. Über normal Null, aber... Hä? Ja, Sturm, löst dich mal auf. Ich möchte gerne mal wissen, wieso das so ist, weil hier ist alles zu. Aber dann heißt es, dass diese Schrägen mit den Wänden sich nicht verbinden. Und das wäre ja wohl fatal, weil die Tür hier ist dichte. So, und jetzt rennen wir hier immer rum. Vielleicht ja irgendwo ein Teil vergessen. So, da ist ja alles zu. Mal gucken. Hier ist alles zu. Hier ist definitiv alles geschlossen. Also wenn diese Schrägen mit den Dingern nicht, wenn das nicht funktioniert, dann habe ich natürlich ein schönes Problem. Dann habe ich ein Problem. Dann kann ich das auch wieder vergessen. Dann könnte ich das direkt wieder löschen. Will ich aber nicht. Wieso ist denn das so? Ich speichere erstmal. So. Jetzt suche ich erstmal meinen Basiscomputer. Der muss ja... Genau, hier. So, komm mal her. Wir machen jetzt mal hochladen. Genau. Och, das sieht doch schon schick aus. Da ist das Loch. Basis wird hochgeladen. Wäre natürlich schön, wenn man eine Meldung kriegt, ob das nun geklappt hat oder nicht, aber... Naja. Wir wollen ja mal nicht zu viel verlangen. So, hier könnte man jetzt sonst was machen. Aber warum... ist das nicht abgeschlossen? Das ist ja blöd. Hier ist Open World. Man hört es auch. Ich bin draußen.
und nicht in einem Raum. Das ist definitiv keine Option. Das ist ja mies. Das ist ja richtig mies. Also müsste ich jetzt einen Raum im Raum machen. Und der müsste dann, wir haben jetzt 11x11, 10x10 müsste der sein. Hier müsste der Raum lang gehen. Damit ich dann hier ein Dach drüber machen kann, weil das... noch weiter rein. Das muss jetzt 2er hoch sein. Wir brauchen nämlich... dafür... das Ding. Und das geht hier nicht. Das schließt nicht ab. Oder ich hätte die um 1 erhöht und dann bei 2, ja, so wie hier, einfach Dach setzen. Das könnte ich noch machen. Jetzt ist die Frage, da muss ich natürlich das ganze Konstrukt hier wieder abreißen, ne? Also das war mir jetzt auch nicht so klar, dass das so ein Problem werden wird. Weil jetzt kann ich hier wunderbar Platten setzen. Aber nur bis da. Da geht's wieder nicht. Hier geht's auch, aber das war's dann schon. Also müssen wir jetzt... Ich teste das erstmal, bevor ich hier die ganze Pyramide abreiße. Und neue baue. Warte mal, ich drück da wirklich erstmal oben hinstellen. Baukamera anmachen. Ein bisschen höher. So, und dann kann ich das hier schön in Ruhe machen. Was? Und dann warten wir auf den nächsten Sturm, der da kommt. Und dann schauen wir mal. Da gibt es schon einige Einschränkungen. Muss man sich nur mit beschäftigen. Das habe ich ja nie wirklich getan. Das habe ich immer ganz pragmatisch gebaut. Und jetzt will man es halt einmal für die Community Base mal ein bisschen schöner machen. Aber ich habe da... gestern auch mal im Netz geguckt, was die Leute da... Die bauen ja da richtig Städte. Ja, es gibt Spieler, die bauen tatsächlich richtige Städte. Da ist noch... ja. Ist wieder jemand gelandet? Nein. Du weg. Ist viel Fummelei hier. Sag mal. Was lasse ich? Da hopp ich dann einfach hin. Ja, das muss er jetzt definitiv abschließen. Und macht's nicht. Nee. Jetzt sag bloß, weil das eine Bodenplatte ist und kein Dach.
das sein? Ich teste das jetzt. Wir machen das mal ganz einfach. Ganz simpel. Wir machen uns jetzt hier... Ach ne, wir haben ja hier eine Tür. Genau, nutzen wir die Tür gleich. Machen uns jetzt mal... Zu nah an Eishuti. Ich... was, hier ist ein Spieler? Ich sehe ihn tatsächlich nicht. Das ist natürlich schade. So, ich teste hier nur rum. Da wird sich wahrscheinlich fragen, was macht der denn da für einen Quatsch? Metalldach. Ach, das sieht er wahrscheinlich nicht, oder? Doch, müsste hin. Okay, wir machen das anders, damit ich mich hier überhaupt mal bewegen kann. So. So. Müsste nicht eigentlich hier dieses Mew nicht in so einem... Schwierig. Echt schwierig. Da oben ist auch wieder eine Basis. Die entsteht da gerade. Die war vorhin noch nicht da. Cool. Cool, 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 cool. Also ich habe keine Ahnung, was hier los ist. So, Jungs und Mädels hier. Oh, hier muss ja irgendwas stören. Ich esse ja nicht. Also das mit der Lebenserhaltung ist schon der Hammer. Ungültige Position. Was ist denn hier im Weg? Hatte ich hier irgendwas hingesetzt? Oh, Basis hochladen. Ja, muss ich nachher mal gucken, was das schon wieder ist. Das klappt doch vorne und hinten nicht. Oder sind das diese Türen? Brauchen die Strom? Die haben doch ja keine Anschlüsse dafür, oder? Haben die dafür Anschlüsse? Weil es wäre natürlich logisch, dass die Strom brauchen hier, ja? Aber ist ja nicht. So, die haben ja Strom. Achso, kann ich ja nur... Genau, hier sieht man es ja. Strom haben wir. Aber diese Platten verbinden halt nicht. Und das hier müsste normalerweise Strom haben. Also Strom brauchen. Aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Das ist alles ein bisschen verzwickt hier. Mal können wir doch... Hier gibt es doch auch Türen. Kann man die hier reinsetzen? Ah. Aha. Eine Tür in der Tür. Ey, da muss ich jetzt echt mal... bisschen rumfummeln. Das ist ja verrückt. So, ich möchte hier... was bauen, das ist... echt nicht meins. So, hier hätten wir jetzt diese Türen. Das funktioniert trotzdem auch, wenn die offen sind. Bin ich jetzt hier geschützt? Das ist die große Preisfrage. Bin ich jetzt hier geschützt? Hm. Das sieht man, glaube ich, auch nirgends. Kriegt man dann wahrscheinlich wirklich nur mit, wenn man Sturm hat. Aber sonst gibt es immer so einen Sound. Ich teste das jetzt mal hier.
Weil hier haben wir die Umweltgeräusche. Das dürfte hier drinnen nicht sein. So. Tür. Okay, hört man auch nicht. Und ja, die braucht auch Strom. Aber das wäre hier jetzt erstmal nicht so fatal. Oh. Ja, genau, jetzt habe ich es ans Falsche angeschlossen. Weil hier kann man ja das noch alles verkabeln, so dass die Tür eben auf und zu geht. Aber das machen wir nicht. Zack. Okay. Ich bin verwirrt. So, dann warten wir mal kurz, bis ein Sturm losgeht. Ich will das jetzt mal wissen. Ich kurz mal ab. Oh. Das Spiel kann sich nicht entscheiden. Eben gerade, also draußen tobt schon der Sturm. Hier drinnen ist sich das Spiel nicht ganz sicher. Ist es jetzt draußen oder drinnen? Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Das springt immer hin und her. So, wenn ich jetzt hier draußen bin. Ist klar, Sturm. So, hier drinnen bin ich nicht geschützt, normalerweise. Bin ich aber. Also hier kann ich nicht geschützt sein. Hier mit dem Dach bin ich geschützt. Hier war ich eben nicht geschützt. Ja, das Spiel, das. Ich glaube, das Spiel kriegt das nicht auf die Ketten. Das Spiel spinnt gerade ein bisschen. So. Hier drin scheint Ruhe zu sein. Und hier habe ich auch nur eine Bodenplatte als Dach. Einfach mal nur als Test. Das scheint zu funktionieren. Das ist wahrscheinlich durch die Größe des Raums. Kommt das Spiel irgendwie nicht klar. Oh. Und hier bin ich ja sowieso immer gesichert. Geschützt. Eigentlich. Ja, hier ist alles schick. Nur dieser große Raum, der genauso aufgebaut ist wie dieser Raum hier, kommt hier nicht ganz klar. Ist ja interessant. Und die sind alle gleich angebaut. Aha. Ja, unten wieder, wa? Mistvieh. Das nervt auch. Aber das hier, jetzt ist es zum Beispiel weg. Ja, hier stehe ich jetzt sicher. Hä? Okay, das war ein sehr kurzer Sturm. Aber wie kann man das denn bitte schön erklären? Ja, also was soll ich dagegen tun? Ich glaube, dagegen kann ich gar nichts tun. Außer den Raum kleiner machen. Vermutlich. Weil so ist der erstmal richtig. Das funktioniert. Da haben wir jetzt getestet. Alles schicki. Das funktioniert alles. Aber es ist... Also, es ist ja verrückt. Aber da kenne ich mich auch noch nicht so gut aus. Zum Beispiel die Bodenplatten, die leuchten gelb. Die Wände hier, die leuchten... Hellblau? So, als wenn die Strom bräuchten hier oben. Aber warum sollten die Strom brauchen? Die haben ja nicht mal einen Anschluss. Wie soll ich die dann mit Strom versorgen? Geht ja gar nicht. Also irgendwie ist das noch nicht so ganz klar, wie das hier funktioniert. Und ich möchte schon fast meinen, dass mit Logik hier nichts mehr gemacht werden kann, weil das ist total unlogisch. Das ist total unlogisch, weil hier ist alles... Alles zu. Also hier ist kein Loch. Nirgends. Und man hat es eben doch gesehen. Ich stand halt hier. Da ging's. Dann stand ich hier. Da ging's nicht. Ja, dann hat mich der Sturm erwischt. Also das darf nicht sein. Das darf auf keinen Fall sein. Das ist ja auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Pflanzen anbauen will in dieser Halle. Könnte ich ja machen, theoretisch. Das würde gar nicht funktionieren, weil die ja dann draußen stehen. Eigentlich. Theoretisch. Wird schwierig. Also da muss ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen rumwurschteln. Das gefällt mir schon wieder gar nicht.
heißt wahrscheinlich wieder alles abreißen. Aber gucken. Ach, wir haben noch Zeit. Ich reiße hier gerne jeden Tag ab, baue neu. Bis das passt. So, jetzt wird erstmal Basis hochgeladen. Zack. So. Und dann, ja, schauen wir morgen mal. Ich müsste die Grundfläche hier drunter, muss ich auch mal ein bisschen dicht machen, damit hier diese nervigen Viecher nicht immer unten langlaufen. Und mir dann in die Füße beißen. Das finde ich nämlich nicht sehr nett. Ich stelle mich hier oben hin. Haha. Gut, Leute, dann, ja, bin ich gespannt auf eure Kommentare und ich versuche mal hier noch ein bisschen weiter zu experimentieren. Also, bis morgen!